Hallo Freunde, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr zwei Kettenblätter auf dem Barfang BWS 01, BWS 02 und BWS HD montieren könnt. Hierfür benötigen wir den Kettenblattadapter, von vielen auch Spider genannt. Für den BWS 01 und BWS 02 gibt es diesen in zwei Ausführungen. 5 Arm mit 130 mm Lochkreis und 4 Arm mit 104 mm Lochkreis. Daran werden dann einfach zwei Standardkettenblätter mit dem entsprechenden Lochkreis montiert. Mit Lochkreis ist jener Durchmesser des Kreises gemeint, welcher durch die Mitte des Loches führt. Dabei sollte auch die Kettenlinie beachtet werden. Der Spider für den BWS 01 und BWS 02 weist keinen Versatz auf. Das Video bezüglich der Kettenlinie habe ich euch oben noch einmal verlinkt. Beim 4-Arm Spider mit 104 mm Lochkreis können auch kleinere Kettenblätter befestigt werden, wie zum Beispiel dieses 32er. Allerdings sind beim kleinen Spider zwei Kettenblattspacer notwendig, wenn man zwei Kettenblätter montieren möchte. Ansonsten streift das Innere des Kettenblatts bzw. dessen Aufnahme am Motorgehäuse. Ich zeige euch jetzt mal, was ich damit meine. Wenn ihr jetzt zwei Kettenblätter montiert, muss ein Kettenblatt natürlich innen montiert werden. Also so würde das Kettenblatt hier dann befestigt werden. So, und dann habt ihr hier zwischen dem Kettenblatt und dem Kettenadapter so gut wie keine Luft mehr. Aber wenn ihr jetzt eben diese Befestigungsschrauben hier anbringt, dann streifen diese am Motor. Und so wird's gemacht. Wir haben hier zwei 5-Arm-Kettenblätter mit 130 mm Lochkreis, mit 40 Zähnen und 42 Zähnen. Wir werden nun das kleinere Kettenblatt innen und das größere außen befestigen. Dazu einfach die Schrauben, welche bei jedem Standardkettenblatt enthalten sind, verwenden. So schauen diese aus. Mit einem Imbus und einem Schlitzschraubenzieher können die Schrauben festgezogen werden. Jetzt können die beiden Kettenblätter, wie jedes normale Kettenblatt, mit Hilfe der Standard-Kettenblattschrauben befestigt werden. Wichtig ist es aber, einen Kettenblattspacer zu verwenden, da ansonsten die Aufnahmen der Kettenblattschrauben am Motorgehäuse streifen. So, zuerst den Spacer, dann das Kettenblatt. So, und schon habt ihr zwei Kettenblätter auf dem BWS 01 bzw. 02 montiert. Natürlich könnt ihr auf diesem Spider auch nur ein Kettenblatt montieren. Das funktioniert dann genauso. Beim Barfang BWS HD Motor wird hierfür das von uns angebotene Standard-Alu-Kettenblatt verwendet. Dieser Artikel besteht nämlich aus einem 5-Arm-Spider und einen Standard 5-Arm Kettenblatt mit 130 mm Lochkreis. Zudem weist dieser Spider auch einen Versatz von ca. 7 bis 8 mm nach innen auf. Natürlich kann auch auf diesen Spider nur ein Kettenblatt montiert werden. Dieser Spider kann auch zur Montage einer Riemenscheibe benutzt werden.
Somit können diese Barfang BBS Motoren auch mit Riemenantrieb benutzt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren informativen Videos mehr zu verpassen.